Hallo und herzlich willkommen zu den Neuigkeiten aus Gera für Thüringen. Ich bin Daniel Wermke und das sind unsere Themen für heute. Jungbaumpflege, zweiter Bauabschnitt in Gera realisiert und Wiedereinweihung der Kirche in Gera-Zwötzen nach dem Hochwasser 2013. 103 Hybrid-Ulmen säumen das Rasengleis in der Gerer Reichsstraße zwischen UCI-Kinowelt und der Himmelsleiter. Schon vor zwei Wochen wurden die 47 Bäume stadteinwärts in die Kur genommen und am 26. Juli stand für die 56 Ulmen in der Gegenrichtung der Baumschnitt und die Kronenpflege an. Jungbaumpflege in der Gerer Reichsstraße. 56 Ulmen entlang des Straßenbahnrasengleises werden durch Mitarbeiter des Fachdienstes Stadtgrün am 26. Juli in Form gebracht. Bei den Ulmen handelt es sich um Hybriden, die aus der japanischen und sibirischen Ulme gekreuzt wurden. Diese widerstehen nicht nur der durch Pilze verursachten Krankheit, genannt holländische Ulmenkrankheit, sondern sind auch ideal für die Stadtbedingungen ausgelegt. Wir sind heute hier am zweiten Bauabschnitt in der Ulmallee in der Reichsstraße. Wir schneiden heute komplett alle 56 Bäume, die stadtauswärts stehen. Der Baufortschritt jedoch erfolgt stadteinwärts. Das Ziel der Maßnahmen besteht darin, die Kronen nach oben zu schneiden, um irgendwann in ein paar Jahren mal mit dem Kronenansatz über der Leitung zu sein. Bereits in den frühen Morgenstunden starteten die 6 Mitarbeiter des Fachdienstes Stadtgrün um Vorarbeiter Felix Fröhlich in Zweierteams ihren Einsatz. Sie bearbeiteten die etwa 25 Jahre alten Bäume mit Teleskopschere, Hand und elektrischer Kettensäge. Mit Hilfe dreier Hubbühnen erreichten sie auch die Bereiche in luftiger Höhe. Das Bodenpersonal sammelte unterdessen Zweige und Äste auf und verarbeitete sie mit den beiden Holzschreddern zu Kleinholz. Nach dem verheerenden Hochwasser vom Juni 2013 wurden die Hochwasserschäden an der Kirche St. Martini behoben. Mit einem Festgottesdienst wurde die Kirche wieder eingeweiht. Mit einem Festgottesdienst am 28. Juni konnte die Kirche St. Martini in Gera-Zwötzen an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 1 nach der Hochwassersanierung wieder ihrer Bestimmung übergeben werden. 4 Tafeln zeigen in einer Bilderdokumentation die einzelnen Schritte der baulichen Arbeiten während der Sanierungs- und Bauzeit. Eine Festschrift mit aktuellen und historischen Dokumenten und Bezügen konnte jeder Besucher nach dem Gottesdienst mit nach Hause nehmen. Einige Änderungen im Kirchenraum wurden im Zuge der Baumaßnahmen realisiert. Das Kruzifix wurde mit vereinten Kräften oberhalb des Altarraums befestigt. Der Altar ist jetzt so aufgestellt, dass der Pfarrer mit Blick zur Gemeinde die Gottesdiensthandlungen zelebrieren kann. Der ehemalige Haupteingang ist wieder benutzbar und barrierefrei gestaltet. Die Winterkirche wird eine Glaswand vom übrigen Kirchenschiff trennen, sodass auch von hier der Kircheneindruck gewahrt bleibt. Und zu guter Letzt, jedoch nicht ganz unwichtig, es wurde eine Besuchertoilette eingebaut. In einem bis zum letzten Platz gefüllten Gotteshaus wurden die sakralen Gegenstände in die Kirche getragen und von Gemeindepfarrer Michael Kessler und Pfarrer Michael Schlegel aus Lusern wieder geweiht. Musik vom Kindergarten, Chor und einem Violintrio aus Weimar begleitete die Zeremonie. In der Predigt erinnerte Michael Kessler an die Bedeutung der Kirche als Versammlungsstätte und als Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in einem Wohngebiet. Der Kirchturm und die Glocken sind aus Zwötzen nicht wegzudenken. Dieses Haus Gottes ist ein Stück Heimat, ein Stück Zuhause für die Menschen, die in Zwötzen leben und gelebt haben. Glückwünsche und Geschenke wurden von der Gemeinde Gera-Lusern, der Werbegemeinschaft Gera-Zwötzen und dem Superintendenten Andreas Görbert überbracht. Mit einem kleinen Imbiss und einem Konzert mit dem Studentenchor Jena wurde die Einweihungsfeier abgerundet. Eine wirklich gelungene Veranstaltung, die die Bedeutung, die eine Kirche im Dorf besitzen sollte, zum Ausdruck brachte. Und hier sind jetzt kurz und kompakt die wichtigsten News für Sie.
Akteure für die interkulturelle Woche gesucht. Für die 40. interkulturelle Woche sucht die Stadt Gera noch Helfer in der Gestaltung des Programmes. Die Veranstalter der vom 27. September bis zum 3. Oktober stattfindenden Veranstaltung unter dem Motto Vielfalt das Beste gegen Einfalt benötigt noch Akteure, die Beiträge zur kulturellen Vielfalt beisteuern. Unter anderem kann sich dort jeder mit Diskussionen, Lesungen und Ausstellungen beteiligen. Auch Projekte wie Konzerte sowie Film, Theater oder Tanzvorstellungen können ins Programm eingebunden werden. Angesprochen werden hierbei besonders Kindertagesstätten, Schulen, Jugendtreffs und Vereine. Verkehrseinschränkungen zur Apres-Tour in Gera. Am 1. August kommt es während des Radrundrennens innerhalb der Apres-Tour zu erheblichen Verkehrseinschränkungen im Innenstadtbereich der Stadt Gera. Zwischen 9 und 19 Uhr sind die Dismitt-Straße von Puschkinplatz bis inklusive Friederici-Straße sowie die Ernst-Toller-Straße voll gesperrt. Zudem wird der Verkehr auf der Gebrüder-Häusler-Straße im Gegenverkehr einspurig gewährleistet. Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der Veranstaltung www.apres-tour-gera.de. Europäer stimmen gegen Aufweichung des Naturschutzes. Rund eine halbe Million Europäer haben sich in einer von der EU-Kommission initiierten Befragung gegen die Pläne zur Änderung des Naturschutzes von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ausgesprochen. Nie zuvor verzeichnete eine EU-Konsultation eine solche Resonanz. Juncker wolle ein neues Naturschutzgesetz, welches sich stärker an den Interessen der Wirtschaft orientiert, so der Vorwurf der Umweltschützer. Anfang 2016 will die EU-Kommission beschließen, ob sie die Rechtsvorschriften ändern wird oder von den EU-Ländern eine bessere Durchsetzung der Regeln und mehr Finanzmittel einfordert. Kommen wir nun zum Wochenrückblick. Das war los in Thüringen. Am 25. Juli fand in Pölzig wieder die laut Veranstalter größte Schaumparty Ostthüringens statt. Direkt an der Mainstage erwartete die rund 700 Gäste das feuchtfröhliche Schaumspektakel mit der größten Schaumkanone Ostthüringens. Und dazu gab es elektronische Musik von bekannten DJs verteilt auf drei Floors. Trotz des kühlen und stürmischen Wetters ließen sich die Feierwütigen nicht abhalten, die Schaumschlacht zu genießen. Bereits zum dritten Mal fand die Party in Pölzig statt. Bilanz zu den Domstufen-Festspielen in Erfurt. Mit 99,9% Auslastung und 35.000 verkauften Karten waren die Festspiele 2015 laut eigenen Angaben die am besten besuchten bisher. 15 Mal wurde die Oper Der Freischütz von Karl Maria von Weber in diesem Jahr auf den Erfurter Domstufen gebracht. Insgesamt sahen 30.000 Besucher die Inszenierung. Erstmals in der Geschichte der Festspiele wurden aufgrund des großen Andranges an der Theaterkasse am letzten Vorstellungstag auch Stehplätze verkauft. Der Kartenvorverkauf für die Domstufenfestspiele 2016 hat bereits begonnen. Und jetzt hat Paul Meinken die neuesten Nachrichten aus der Welt des Sportes für Sie. Herzlich willkommen zu den Sportnachrichten. Testspiel Oberliga Süd. Tradition trifft auf Tradition. Unter diesem Motto standen sich die zwei wohl bekanntesten Betriebssportgemeinschaften der ehemaligen DDR gegenüber. Und somit wehte auch ein Hauch von Nostalgie über dem Stadion der Freundschaft im Spiel BSG Wismut Gera gegen BSG Chemie Leipzig. Es war das letzte Testspiel vor der neuen Saison 2015-2016. 585 Zuschauer erlebten ein Testspiel, das an vergangene Zeiten erinnerte. Denn beide Mannschaften standen sich in den 70er und 80er Jahren insgesamt 6 Mal in den Aufstiegsrunden in der DDR-Oberliga gegenüber. Zum Testspiel im Stadion der Freundschaft gingen beide Mannschaften direkt nach Anpfiff in die Vollen. Gefährliche Situationen und Torchancen gab es auf beiden Seiten zu verzeichnen. Torwart Alexander Just parierte jeden Schuss der Leipziger. Und erst nach 73 Minuten fiel das erste und einzige Tor für die Grüttner Elf. Ein wohlverdienter Sieg. Ja, ich muss sagen, positiv überrascht über meine Jungs, dass wir nach so einer harten, oder 3 Wochen haben wir jetzt richtig geknallt im Ausdauerbereich. Und gerade die letzten 2 Tage 7 Einheiten gehabt, das Spiel noch gegen guten Gegner. Also hat mich überrascht, dass wir überhaupt 90 Minuten mithalten konnten. Und natürlich freue ich mich für die Mannschaft auch dann mit dem 1-0 für uns. Ausruhen auf dem Sieg kommt aber auf keinen Fall in Frage. Auf dem Plan steht ein hartes Training und vor allem die vielen Neuzugänge in die Mannschaft zu integrieren, ist die nächste Aufgabe. Und das Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. 1000 Fans sind laut Trainer Grüttner das Ziel. Ja, und wir wussten auch von vornherein, dass die Oberliga jedes Spiel ein Endspiel wird.
Und das heißt, Woche für Woche ordentlich kämpfen, Gas geben und für die Wismut alles rausholen, um den Klassenhalt schnellstmöglich zu schaffen. In der neuen Saison werden nur die ersten zwei Heimspiele im Stadion am Steg ausgetragen. Man hofft nun, dass die Fans zahlreich ins Stadion der Freundschaft kommen und die Tribünen füllen. Junge Jenaerinnen erfüllen Erwartungen. Die Leichtathletik-DM der Frauen in Nürnberg am 25. und 26. Juli war die erste für die beiden aus Jena stammenden Anna-Maria Vogel und Eleni Frommann. Die 400-Meter-Hürdenläuferin Anna-Maria Vogel verpasste dabei mit dem 9. Platz in den beiden Vorläufen nur knapp den Endlauf mit den 8 schnellsten Frauen Deutschlands. Vereinskollegin Eleni Frommann erreichte sogar den Endlauf über 200 Meter. Sie darf sich nun 7. schnellste Läuferin von allen Starterinnen nennen. Das war's von mir und damit zurück an Daniel. Vielen Dank, Paul. Und jetzt zu Anne Weiße, die hat die Veranstaltungstipps für die kommenden Tage für Sie. Herzlich willkommen zu den Veranstaltungstipps. Jiddisch Sommer bis 16. August. Auch in diesem Jahr findet vom 18. Juli bis 16. August der Jiddisch Sommer in Weimar statt. Es erwartet Sie ein interessantes Workshop- und Veranstaltungsprogramm. In den Workshopwochen bis 9. August erleben Sie jiddische Instrumentalmusik, Tanz und Sprache. Konzerte, Begegnungsabende und Jam-Sessions sorgen für eine gelungene Abwechslung. Die Festivalwoche ab 11. August lässt den Jiddisch Sommer mit Schnupperkursen zur jiddischen Sprache, Tanzen und Singen, Klemmsermusik und ein Kinderprogramm zu einem Fest für die ganze Familie werden. Bierfassanstich, Sächsischer Bahnhof Gera. Am 15. August wird das erste in der hauseigenen Brauerei gebraute Bier gezapft. Und dazu lädt der Sächsische Bahnhof herzlich ein. Jeder Gast erhält ein Freibier und bei kulinarischem vom Grill und Musik können sich Besucher vom Hausbräu überzeugen. Los geht's, 14 Uhr. Und am Abend kann das Tanzbein zur Rockdisco mit DJ Onkel Mirko geschwungen werden. Workshop Storytelling, die Kunst des Erzählens im Thüringer Medienbildungszentrum in Gera. Egal ob am Strand oder beim Grillen im Garten, wir sind ständig am Erzählen. Wir berichten darüber, wie der Tag war, was wir blöd oder schön fanden. Und wir hören zu, folgen den Erzählungen von Freunden und Kollegen. Auch im Fernsehen wird uns berichtet. Wir erfahren, was in der Welt gerade los ist. Und dabei schafft es der Journalist, uns mit seiner Erzählung, seiner Story zu fesseln. Aber wie funktioniert denn eigentlich die Kunst des Erzählens? Also das Storytelling im Fernsehen. Und wie fessle ich den Zuschauer von der ersten Sekunde an? Welche Techniken werden dabei angewendet? Und welche dramaturgischen Elemente müssen beachtet werden? TV-Reporter Guido Vogt wird diesen Fragen auf den Grund gehen. Die Teilnahme am Workshop ist für Interessierte aus Thüringen kostenlos. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität wird um eine Anmeldung bis 6. August gebeten. Entweder telefonisch unter 0365 2010 20 oder per Mail an info@tlm-okgera.de können Sie sich Ihren Platz am Workshop sichern. 7. Höhler Biennale in Gera. Seit dem 19. Juni stellen 32 Künstler aus ganz Deutschland, Frankreich, Österreich und sogar der Schweiz ihre Werke in den Höhlern unter der Stadt Gera aus. Unter dem Motto Licht fern sind mittwochs bis sonntags in der Zeit von 11 bis 18 Uhr 28 Kunstinstallationen ausgestellt. Das war's von mir und damit wieder zurück an Daniel. Vielen Dank, Anne. Und ob die nächsten Tage die Sonne scheint, ob es regnet, stürmt oder schneit, das erfahren Sie jetzt von Sina Steinbach. Hallo und herzlich willkommen zu den aktuellen Wetteraussichten. Am Donnerstag fallen aus wechselnder bis starker Bewölkung nur vereinzelt Schauer. Zum Abend hin lockern die Wolken gebietsweise auf und die Temperatur steigt auf 18 bis 21 Grad. Dabei weht ein mäßiger Westwind. Der Freitag beginnt mit einem sonnigen Morgen, doch nach und nach bilden sich verbreitet Quellwolken. Allerdings bleibt es trocken. Bei schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen werden Werte von 20 bis 23 Grad erreicht. Am Wochenende scheint vielerorts die Sonne und am Samstag ist es vielfach heiter und auch trocken.
Zum Sonntag hin bilden sich lockere Wolken, mit denen hier und da auch einige Schauer und Gewitter einkommen können. Die Höchstwerte am Wochenende können zwischen 19 und 27 Grad liegen und ein schwacher bis mäßiger Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen. Am Wochenanfang ist es überwiegend heiter und trocken. Die Wolken werden im Tagesverlauf etwas dichter, meist aber ohne Regen. Die Höchsttemperatur steigt auf 21 bis 32 Grad. Ja, das war es soweit von mir und damit zurück an Daniel. Vielen Dank, Sina. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und wenn Sie mögen, sehen wir uns vielleicht demnächst bald wieder hier auf diesem Kanal. Bis dahin, ciao.